Das kann ich mir jetzt wirklich nicht verkneifen. Heute Morgen habe ich bei Wetter Online nachgeguckt, wie das Wetter wohl so sein wird. Ne? Wetter Online kennt jeder, wetteronline.de. Und da prangte doch tatsächlich folgende Meldung, und zwar Ozonkiller, die FCKWs, Chlorkohlenwasserstoffe, sind klimapotenter als CO2. Kurz zitiert, nach neuesten Erkenntnissen geht mehr als ein Drittel der weltweiten Klima Erwärmung aufs Konto dieser Ozonkiller. Gucken wir mal noch ein kleines bisschen tiefer. Noch ein spannender Satz, und zwar, also ihr könnt es selber nachlesen. Ich werde wahrscheinlich dann den Link noch anfügen. Ihr müsst einfach nach den Themen gucken. Also ich füge den Link unten an. So, und jetzt Ursache dafür ist die extrem starke Treibhauswirksamkeit von FCKWs. Trotz ihrer vergleichsweise geringen Konzentration in der Atmosphäre sind sie als Treibhausgase rund 20.000 Mal potenter als CO2 und waren daher in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach dem CO2 das zweitwichtigste Treibhausgas. Das beißt sich jetzt wieder, das ist jetzt wieder ein bisschen politischer motiviert, aber wenn sie 20.000 Mal potenter als CO2 sind, naja, dann sagt das doch auch einiges. Egal, wir müssen natürlich die Umwelt schützen, das ist klar, aber das Klima können wir nicht schützen. In diesem Fall war das wohl ganz gut, dass die FCKWs wegen des Ozonlochs, was sie gerissen haben, verboten wurden. Ja, das musste ich einfach mal loswerden, weil das gehört letzten Endes auch mit zur Physik. Jetzt können wir uns ja Gedanken darüber machen, warum die FCKWs so sind, ne, wenn das Ozonloch fehlt. Ozon schützt uns ja und so weiter. Das soll nur Denkanstoß sein. Ich wünsche euch was Schönes. Alles Gute. Tschüss.